Willkommen zurück. Das ist Kribotos MC. Ja, wieder mal Pixelmon. Pixelmon mit Otto 6. Man sollte meinen Ton jetzt besser hören, außer der Rauschfilter macht wieder irgendwas Komisches. Ich habe jetzt aber auch mal mein Mikro so ein bisschen eingestellt, dass das mehr aufnimmt, mehr Ton so von der Umgebung. Ja, das hat er. Ich liege jetzt im Bett. Hier ist noch ein Pokécenter-Kribbel. Ich weiß, da hinten hatten wir vor 2 Folgen aufgenommen, wo du noch dabei warst. Du hast noch gar nicht gesehen, wie die Arena aussieht, ne? Ach, ich habe noch ein bisschen weiter. Das sieht voll krank aus mit den leuchtenden Lastons, die in Wirklichkeit gar nicht leuchten. Oh nein, ein Skeleton! Ah, ich komm nicht raus! Mach das jetzt eben so, ausnahmsweise. Ja. Ich habe noch ein bisschen weiter gebaut. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie die Arena jetzt aussieht. Ihr seht schon, da hinten ist noch ein bisschen mehr. Und mir ist aufgefallen, das war das letzte, was ich gemacht habe, die hatte keine Eingänge. Und da ich ja hier noch ein bisschen rote Wolle hatte, die sind noch 33. Hab ich da noch ein bisschen von Eingang gebaut. Hier geht's dann rein und so sieht's bisher aus. Und da hinten muss ich noch weiterbauen. Und dieser Quartz, das ist so viel Zeugs, was man holen muss. Das ist unnormal. Noch ein Pokécenter gefunden. Coole Sache, mate. Guck mir mein Alakazam auf dem Graveler kaputt. Psybe. So, und jetzt fängt das Rauschen vom Laptop an. Warum ist denn das bei mir denn nicht? Was ist? Das hier ist übrigens genauso eins, wie wir schon haben. Ja, wir haben die schon alle gefunden, denke ich. Ey, wieso brennen denn Zombies in der Goldrüstung nicht? Ist das wegen dem Helm? Oh, der Nail! Alright, mate, how about you find out? Nail! Alright. How about you don't find out? Yeah, that sounds more better and extraordinary. More like it. I mean, bitch, please. Also, schon bei Episode 96, ne? Bald sind wir bei 100. Der Countdown ist gestartet. Ich hoffe, ich kriege die Arena bis dahin noch fertig. 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 Damit ihr seht, fertig. Fertig. Birdie! Ein Raichu, wie süß! Ein Numel, wie süß! Spektakulär! Greif jetzt den hier an. Ein Kamerup, pass mal auf, den macht meiner fertig. Und wenn der es nicht schafft, hole ich Seedra raus. Oder Seeking oder wie auch immer. Aber der packt da schon, der Alakazam. Oder Alakazam. Ja. Ich glaub an dich, Alakazam! Alakazam! Ich glaube, es klappt gut. Drei ist richtig gut. Und er faintet. Nach einer Attacke. Ich hab noch ein Pokécenter gefunden, Kugel. Ja, du bist da hinten irgendwo, wo wir so einen Teleport hin hatten und ich hab da auch schon einige gesehen. Okay, der hat's nicht geschafft, mein Alakazam. Ich will nicht schon wieder demnächst Quartz holen. Gib uns mal in den Kommentaren Permission, die mit Creative weiterzumachen. Wow! Noch eins ist genauso wahr wie unsere. Das ist genauso wie unsere Bude. Ist das auch auf so einem offenen Feld? Ja, ne. Also das ist jetzt schon das zweite auf dem offenen Feld, das genauso ist wie unsere, was ich hier finde. Ich glaube die ganze Zeit die Redstone-Lamps. Die sind so das Wertvollste, was man darin findet. Ja, und die Sachen vom Mod natürlich. Ja. Wir haben noch gar kein Fossil gefunden. Okay. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen schwarzen Rand weggemacht habe von den Aufnahmen.
Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hattest. Ich hab mir das angeguckt, ich hab mir das nicht so aufgefallen. Ja, es ist auch nur ein richtig dünner Rand, trotzdem. Ich müsste mir irgendwie gerne auch weg. Ein Pferd, ein Miaup. Boah, ich sammle wieder so viele Sticks ein, ne? Ja, das ist extrem. Extreme. Extreme Stick Collected. Hier, aber wie geht's da auf? Was ist jetzt los? Wie denn? Also, Alakazam. Ich hab schon Arbok. Bleib Arbok an. So. Geht doch. Fight. Psybe. Dann generierst du gerade neues Terrain. Los, Karate-Job! Generierst du neues Terrain? Bestimmt. Hier ist mega am Leggen. Ich bin halt in einem Fight, von daher. Ah! So einer. Was ist das neue Effekt? Komm schon hier, Sumino. Und Psybeam. Ich hab jetzt einen Lura. Ja, ist schon eine coole Sache, hör mal. Ey, ich verliere gerade vollends. Ich zeig schon alle Fälle. Ah. Geht doch. Endlich funktioniert es. Wow, wow, wow. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Scheiße, ist das am Leggen. Ba-da-ba-ba-da. Warte mal, was ich gerade mache. Ah, warte mal. Mein Kamm ist jetzt auf Level 39. Du ratest ja mal. Hä? Was ich gerade mache? Ja, du baust die Arena weiter. Nee. Ich flieg auf meinem Gluran. Wow. Ich glaube, das ist richtig schlimm. Warum? Mit Leggy? Buggy mehr. Also ein Strandbuggy ist auch echt was Gutes. Mhm. Auf jeden Fall. Haben wir irgendwie noch gar keinen Dungeon gefunden auf dieser Welt? Ja. Ja? Ich schon. Ja. Ist auch schon relativ lange her. Boah, ist das hier am Laggen, damit siehst du. Wenn ich jetzt über dem Wasser bin, mach ich noch kurz Tab. Oh, that was pretty close, man. Ein Piloswein, voll cool. Hab ich dachte, den Warming oder so. Bedingt. Ja, schon. Von der auf Sigra kann ich gar nicht reiten. Na gut, ich gehe mal wieder in die andere Perspektive. Ich hab mir jetzt einfach so Modern Combat geholt. Neueste. Für iPhone und iPad oder für The Mac? iPad. Für Mac gibt's. Hier ist diese Krabby. Wir müssen mal Modern Combat Domination aufnehmen. Oder Modern Combat das Neueste. Nein, ich meine auf dem Laptop das, was wir beide haben. Was? Du hast ja gekauft. Hä? Was hast du gekauft? Was? Hast du das auch gekauft? Wir haben das schon zusammen gespielt. Ich kann es daran erinnern. Doch, haben wir, aber das weiß ich. Sicher? Ja. Was war das denn? Ich schneide das her. Ich kann gar nicht daran erinnern. Und da war das im Mac App Store für 99 Cent. Ich habe das für 10 Euro damals beim Release gekauft. Wolltest du ein Growlithe? Geht das? 2.
Nee. Und dann macht Teil 4-3 jetzt mit dem ein paar Spiele. Nein. Nämlich so. Wie gut, sollen wir das mal aufnehmen? Ja. Coole Sache. Was geht? Coole Sache. Wie lange ist denn das bitte her? Wahrscheinlich nicht so. Schon länger. Aber ich weiß, dass wir es zusammengespielt haben. Greift Todd an. Todd gefällt mir nicht. Ich mag den nicht, ne? Todd? Ja, den Todd. Den Lukan, ist das auch nicht der Möbi? Pokémon. Ich hab eine echt komische Vermutung. Ich auch. Ich glaube, ich bin einmal komplett im Kreis gelaufen. Du tendierst das öfters zu tun. Ja. Boah. Aha. Jetzt mal eine Minimap. Oh, willst du eine Sydra? Nein. Okay. Wie du willst. Just saying, mate. Ein Goldnugget. Razor Leaf! Hier ist Daniel, Level 31! Ich hab hier Todd, Level 34. Ich kämpfe jetzt gegen Daniel, Level 31. Ich kann irgendwie nichts gegen hier Stardew ausrichten. Oh doch. Razor Leaf. Buff. Okay, du willst keinen Zyra. Da hinten schwimmen nämlich zwei. Ein Fahrrad. Ich würde sterben. Wake up, Slap! Oh, I'm awake. Tot! Ich bin gewonnen. Psycho. Ich hab nicht mein Level abbekommen. Aha. Hey, hier ist ein Farfetch. Ich könnte das jetzt fangen, aber ne. Hat mich so aufgeregt. Es musste sterben. Hier war noch ein Wald. Das wird auch noch runtergehen. Untergehen! Raise Shop! Ich kannte das Lied vor dem. Ja, okay. Das ist Prime Avon. Fight Psybe. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, welches euer Lieblingslied ist. Und was hört ihr generell so für Musik? Richtungen? Ganz genau. Das interessiert uns brennend. Also wirklich, erzählt es uns, da können wir darüber diskutieren. Mhm. Aha. Ja. You no. Oh no, you didn't. Golduck. Hallo Golduck. Sorry. Guck mal, ich schaff das hier den Slow Bro. Oh. Ich glaube, ich fang den jetzt. Pokeballs! Wir machen jetzt aus jedem Wort Dubstep. Okay! We're just looking like that. Man ist das slow, diesen Slow Bro zu fangen. Hahaha. Hey Bro, it's so slow to catch the Slow Bro. You get what I'm saying, mate? Oh. Gute Sache. Yo. Wer ist jetzt mein tiefstes? Mein Machamp ist jetzt mein tiefstes. Oh, you must. Pugamon. Oh nein! Vital Throne. Wo bist du gerade? Hier hinten.
Ah! Ja. Okay. Schon eine tolle Sache. Ich komm auch mal nach hier hinten. Glaub mir, hier geht die Action ab. Ich fighte gerade noch so einen Tod. Vital. Schau. Wir haben alles fertig. Mit Vital Bro. Ein Lapras. Hab ich schon länger nicht mehr gesehen. Muss ich sagen. Weißt du noch damals in der anderen Map? Da war es so richtig oft. Razor Shark. Die Arena sieht nice aus. Ja, ne? Aber da brauchen wir noch so viel Quartz. Ich überlege ja dann so das Dach da innen irgendwas anderes zu nehmen. Einfach weil das so viel ist an Quartz. Ja, würde ich auch sagen, mach mal, nehmen wir das Zeug da. Oder wir machen bist die du? Open Air Arena. Wo bist du? Ja, nicht in der Nähe von der Wurzel. Oh. Wieso? Ein Gyarados. Oh fuck. Seismic Toss. Mein Masham kassiert gerade ein bisschen. Karate Chop. Oh no, Masham fainted. Vanessa. Der hat bei mir jetzt auch keine Textur mehr. Ja, ja, bei mir hat er jetzt gar keine Textur mehr. Ja, bei mir ist er so schwarz und ein bisschen weiße Stellen. Takedown. Oh. Rüdorn. Was? Macht der Gamma das alles mit dir fertig? Ja. Ich weiß auch nicht wieso. Das ist noch tiefer als alle anderen. Alright. Ach nee, der hat ja noch was. So many. Many Pokémon. Pokémon. Ist doch auch ein paar. Pokémon. Ey, der hat noch was. Ein Ghastly. Was war das denn nochmal? Ey. Oh Gott. Du Arsch. Siehst du Wasser? Nein. Ah, ich weiß, wie ich das mache. Easy. Ach, das Ghastly hat mich so angegriffen. Ey. Weil es wird die ganze Zeit darum gespielt. Ja, ich weiß. Jetzt nehme ich dir mein Charizard. Charizard? Ja, Flame Birds. Was? Das sehe ich gar nicht mehr. Ah doch. Hä, ist der weg? Ich hab gewonnen. Ach so. Was ist denn da? Nee. Ich möchte mal greifen. Oh, hi Tom. Bam, bam, buff. Oh, mein Water, mein Matchup ist burned. Wow, ja, ich hab gewonnen. Was? Der hat nur ein Pokémon. Ich greife jetzt hier dieses Phantomimen wieder. Ne, Mist. Graulite! Voll süß, ey. Mr. Mai. Splatterpot, voll süß, ey. Magikarp. Hast du die neueste Smosh-Folge gesehen? Da kommt auch Magikarp. Nein. Minotso. Oh, Minotso. You're so dumb. Ja. Okay, hier ist Tankela. Und sollen wir jetzt mal live vorführen, wie das Slash Poke Heal Command funktioniert? Ja, okay. Und ich habe welche raus. Gib mir nur Slash Poke und dann Tab ein. Da siehst du, oh, da siehst du alle, welche es gibt. Ich zeige euch einmal Poke. Mach erstmal Slash Poke Heal und du hältst alle deine Pokémon. Ja, ja, habe ich auch nicht gesehen. Schon eine coole Sache. Ich frag mich, was dieses Poke-Verbo ist. Also ich kann mir vorstellen, ne? Da steht ja Player 1, Player 2. Slash Poke-Verbo. Poke-Verti. So, unseren Namen eingeben. Du machst das gerade, wetten. Okay. Oh Gott, los geht's. Ich guck nicht, welches Pokémon du draußen hast. Ich sehe nur den Namen. Daniel Herzen. Oder ein Herz mit drei dahinter. Takedown, passt mal noch. Ey,
Ey, mach mich mal nicht fertig, bitte. Wie? Wie? Was zur Hölle wird denn da alles auf meinem Pokémon angezeigt? Ach, dem ohne Texturen. Da war ein Frauenmund drauf. Ein was? Ein Frauenmund. So will ich das nicht. Lustig. Ja. Das ist voll komisch. Hey, was ist denn dein Daniel, Herz? Ist das dein Machem? Ja. Ah, klar, ne? Charizard. Daniel! Ey, Wing Attack macht ja kaum. Was? Seedra, oh mein Gott. Ja, mit Brian macht ihr das. Oh, fuck. Wargon! Oh, ich bin jetzt gleich tot. Oh, danke für ein Level. Komm, Das ist zwei. Was sind die alle so hoch? Wargon! Du gewinnst, ich wette nicht. Wie viel hast du überhaupt? Hast du ein volles Set? Was? Hast du ein volles Set? Ja. Oh, Alkoholiker, scheiße, das gibt Probleme im Treffen. Der wackelt so. Ey, dieser Leiter Sam ist gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ja, bei dem funktioniert nämlich keine Attacke richtig. Ein Alkoholiker für einen. Das ist mein War Turtle oder so ähnlich. Achso. Schau mal, Leon. Das kann voll keine Attacken. Meins kann zweimal Glut. Los! Flamebus! Yeah! Los, Flamebus! Yeah! Verdammt, ich hab nur noch meinen Machamp. Los, Flamebus! Was? Los, Flamers! Vital Throw. Oh, ich hab ein neues. Ey, jetzt konnte ich das. Ah doch, warte kurz. Submission. Ich lerne das jetzt einfach. Erstmal Submission nutzen. Gucken, wie das denn gut ist. Oh! Aber du gewinnst, pass auf. Juhu! Ey, wie viel hattest du noch? Wie viele Leben, ne? Ja. Zwei. Alright. Ich hab noch meinen Frauenverwähner und meinen Blitzi halt, ne? Oh, der Frauenverwähner nochmal? Und der mit der Zunge. So, ich würde sagen, wir sind jetzt auch angekommen am Ende dieser Episode. Jo, sind wir sogar. Von der Zeit her. Und von daher würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Dann dürft ihr es gerne liken. Und falls ihr Ideen oder Anregungen habt. Ideen, ja, ne? Dann könnt ihr uns die hier in den Kommentaren hinterlassen. Bitte, wir freuen uns über alle Ideen. Ja, und über alle Kommentare. Aber hauptsächlich über Ideen. Genau. Und zu guter Letzt, wenn ihr neu bei uns seid, beziehungsweise mögt, was ihr seht. Ihr uns gerne abonnieren. Also, falls uns eure Videos gefallen, ne? Ja. Und ja, damit würde ich sagen, willkommen zurück. Das war Robotus MC. Bis dann.